So, Hartzels, das sind keine 2 Mark, das sind Neuzeit 2018 im August 2 Euro. Wenn Sie es nicht glauben, da steht die Ziffer. Und hier stehen wir nochmal vor dem Automat. Guten Abend. Es scheint so, dass Sie sehr gut bestückt sind. Nicht nur mit den Produkten, sondern überbestückt mit den Euros, die ab und zu nicht zurückgegeben werden. Ich lege diese 2 Euro hier rein. Schauen wir mal, jetzt steht hier Kredit 0,00. Und jetzt steht hier 2 Euro. Haben Sie verstanden? Auch für denjenigen, der der deutschen Sprache nicht ganz mächtig ist, habe ich es nochmal erklärt. Jetzt wähle ich einmal erlaubt die Nummer. Vielleicht kann man die jetzt besser sehen. Aber Herr Zülz, einen Moment bitte. Ich muss jetzt mir meine Taschenlampe ziehen, weil Sie ja hier nicht Ihrer Pflicht nachkommen und klar zum Ausdruck bringen, wie die Zahlen so heißen. Wäre mal interessant, ob Sie einen Drucker gesponsert brauchen für Ihre neuen Preis- und Nummernetiketten. Jetzt nehme ich mal die 48, richtig? Für Snickers. Gut, ich gebe mal 48 ein. Bitte aufpassen, das ist die 4 und das ist die 8. Oh, was für ein Wunder, ist snickert. Ja, das ist ja erfreulich. Und jetzt kommt auch zufällig etwas Kleingeld. Nee, Rückgeld, 1 Euro. Jetzt versuchen wir das Gleiche noch einmal. Stand 0,00. Und jetzt 1 Euro. 4? 8? Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Ja, sehen Sie, das Herr Zölz, das sind Ihre Automaten. Hätte ich mal wieder ohne Kamera eingekauft, dann würde ich dastehen wie derjenige, der schon auf über 100 Euro wartet. Und jetzt machen wir es mal ganz anders. Jetzt werden wir mal einen Juristen auf Band sprechen, der das kaum glaubt. In der Nacht, ich zeige Ihnen auch die Uhrzeit gleich, bitteschön, das ist die Uhrzeit, Ware wieder mal nicht erhalten. Ich habe leider kein Kleingeld mehr, sonst hätte ich gerne nachgeworfen. Jetzt freut sich irgendeiner, der denkt, vielleicht kommt die Ware beim nächsten Kunden raus. Aber glauben Sie mir, ich lasse mir das nicht bieten. Jetzt gibt es den nächsten Aufschlager auf den Bühnen dieser Welt, mehr Snickers. Brauche ich wirklich das ganze Register des BGHs, um die Snickers von Herrn Zölz zu bekommen? Ich glaube, ich werde ein Zölz. Film bei galacom.tv kämpft für die Menschen, die ihr Rückgeld oder die Ware nicht bekommen, von Zölz. Höchste Alarmstufe, wenn es um Betrug geht. Und jetzt ist das nur ein Automat. Ich weiß nicht. Ja genau, der gehört auch noch zu Zölz. Und der hier, der gehört auch noch zu Zölz. Wie hoch ist die Dunkelziffer, dass die Ware, ja, keine Snacks, habe ich nicht ausprobiert, Drinks und Kaffee, aber das ist doch abgefahren, oder? Der Zug ist noch nicht abgefahren, garantiert. Mehr Recht
sagen Sie, was ist? Es ist Ihr Recht. Und wo? In Nürnberg. Der BGH wartet. Höchste Alarmstufen. Wenn es darum geht, Zeichen zu setzen, mehr Mensch. Guten Tag. Mehr Recht. Guten Tag. Herr, wie heißen Sie? Zürz. Kommen Sie in Verpflichtungen nach? Denn seit 2006 haben wir dokumentiert. Da war die WM. Da war auch noch jemand. Ja, ein mexikanischer Gast während der WM-Zeit. Dem habe ich das Geld gegeben, was er nicht zurückbekommen hat, aus Ihren Automaten. Vereinte Rechte über die Grenzen hinaus. Zahlen Sie Ihre offenen Schulden. Ich sage, was ist, und zeige, was ist. Wie Spiegel. Nur sage ich noch was dazu. Und das ist nur im Resultat Wahrheit. Das hat nichts zu suchen auf deutschem Boden. Deswegen gibt es Zivilcourage. Filmbike No Limits for a Better Planet Worldwide. Zeichen setzen ohne Grenzen. Wir schreiben, wie Sie schon vernommen haben, heute den 27.08.2018 um 2.47 Uhr. Es ist nicht witzig. Zahlen Sie Ihre Außenstände. Wir sind schon bei ca. 110 bis 115 Euro angelangt. Und der Imageschaden noch dazu. Ich lasse es nicht stehen. Oder wollen Sie bei 100.000 erst bezahlen? Ich glaube nicht. Alles Gute, Snickers.